Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge von Sleeping Gods. Im letzten Part haben wir... Was haben wir eigentlich so großartig gemacht? Stimmt, wir waren bei Anne und haben uns eine neue Quest organisiert mit einer Karte. Wir haben hier drüben bei der 18 einen Club von religiösen Menschen getroffen und haben denen dabei geholfen, ich meine, eine Art Feuerstelle aufzubauen. Und haben dann beschlossen, uns einmal im Hafen auszuruhen, weil wir unsere Leute einfach komplett überanstrengt haben. Die Zeit haben wir übrigens dann genutzt, einmal um zwei Levelkarten hinzuzufügen, wo wir unsere ganzen Erfahrungspunkte für ausgegeben haben. Das heißt, Raphael kann jetzt mit einer Ein-Drittel-Chance ordentlich Extra-Damage austeilen. Und Laurent hat die Möglichkeit, mehr Fleisch beim Fischen rauszukriegen, was jetzt aber bei unserem ersten Versuch schon mal nicht geklappt hat. Und wir haben jetzt quasi genau hier aufgehört und im nächsten Zug würde ich sagen, gucken wir uns jetzt nämlich mal den Sikora Trading Post von innen an und fangen damit mit einem vollständig neuen Zug an. Wir müssen bedenken, dass wir durch das eingenistete Monster in unserer Kombüse da leider nicht rein können, was aber jetzt auch nicht ganz so dramatisch ist. Wir können einfach in der Zeit mal auf die Brücke gehen. Ne, nicht in die Brücke, was rede ich da? In die Quartiere. Dann kriegen wir drei Marker und dürfen zwei wieder zurückpacken. Das heißt, wir nehmen uns gleich die zwei hier wieder zurück. Und dürfen eine Ability-Karte ziehen. So. Counsel. When you cook a recipe, remove one mad or one frightened from a crew member. Das ist tatsächlich gar nicht mal so doof. Das werden wir auch gleich anlegen. Beim Kochen kennen wir uns aus. Und die Karte geht tatsächlich an Laurent, der jetzt natürlich schon einen Dreierwert hat, was Savvy angeht. Also der Plan ist quasi, dass wir unsere Charaktere so mit möglichst einfachen oder einzelnen Attributen nicht einfach vollstopfen, dass wir für denselben Effekt, sagen wir, wir wollen drei Savvy haben, können wir jetzt einfach Laurent nehmen. Davor hätten wir sonst drei Charaktere exhausten müssen und dass wir so quasi unsere Crew ein bisschen gemütlicher statten kommt. So. Das heißt, wir haben die Schiffaktion gemacht. Wir sind in unserem letzten Zug in den Perilous Events. Und zwar ein Sea Tower. A tower stands in the center of a small maelstrom. Find a way into the tower. Savvy 8 oder wir kriegen 3 Schiffsschaden. Jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, wir nehmen den Schiffsschaden, weil, oder warte mal, vielleicht kriegen wir natürlich auch eine Heiloption gleich im Hafen. Das heißt, wir bräuchten 3. Wir haben 5. Jetzt macht sich das schon bezahlt, dass wir die eine Karte hier angelegt haben. Jetzt brauchen wir nämlich eine 3. Riskieren wir es? Ja, ich würde sagen, wir riskieren es. Wir ziehen. Eine 5. Nice. Das heißt, wir haben das geschafft. Wir kriegen nicht den Nachteil. Also wir kriegen nicht den Schaden, kriegen aber ein Artefakt. Und ein Artefakt ist quasi... Naja, es sind 2 Münzen. Einzige, wo ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir das irgendwann umtauschen können. Hier einmal ganz kurz gucken. Artefakt. Sehe ich hier nicht. Artefakt. Artefakt. He has command damage limited components region status. Nee. Nee.
Weil wir müssen dir irgendwo was mitmachen können. Questcards, Keywords, nö. Adventure Cards, auch nicht. Nö. Steht hier leider nirgends. Gucken wir einfach nach, hoffen einfach, dass wir jetzt gerade nichts shoppen wollen. Okay, aber dann ist unsere erste Aktion in dem Fall das Erkunden des Sikora Trading Posts auf der 130. So. Das ist gut, das können wir tatsächlich klicken. Sikora Trading Post. Ja. Wir haben Unleash. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben unser Viech gleich schon gefunden. Also würde ich mal sagen, auch für 222. Oh, da müssen wir jetzt. Oh, das ist fast ganz hinten, aber tatsächlich. Okay. 222. The Shadow Creature took your advice. He found the closest city and now he has claimed Ziggurat. He's enslaved the villagers and is using them to build a tower in his honor at the edge of town. This is all you're doing, and you're not sure what the villagers will do if they find out. Oh, 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 oh. Ich würde mal sagen, wir machen uns so schnell wie es geht wieder vom Acker. Wir brauchen Cunning 8. Cunning 8? Glaube, das schaffen wir nicht und dann müssen wir zu 24. Ich würde mal sagen, wir gehen zu 22, also zur 3. Oh, lovely to see you, the shadow creatures. It says the shadow creature sitting near the fire at the inn. Villagers sit at the tables with chains around their legs. I'm so happy you suggested I leave my old dungeon. This is much better. Have you seen the tower these delightful villagers are constructing for me? Come, eat with me and I'll tell you all about my conquest. Okay, wir können angreifen oder wir nehmen es an. Wir schaffen den Kampf auf gar keinen Fall. Also nehmen wir das Angebot an. The shadow creature feeds you to bursting and you're so sick with guilt you can hardly stand to stay the night. But the beds are warm and your crew needs rest. In the morning, you avoid the desperate anger in the villagers' eyes as you set sail. Gegen eine low Moral können aber tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 unsere ganze Crew einmal wieder auf den aktuellen Stand bringen. So. Marco ist jetzt leider aber dafür demotiviert. Das ist aber gar nicht so bad. Also nicht, dass wir hier vielleicht was ganz, ganz Schlechtes getan haben. Aber wir haben die Möglichkeit, uns hier relativ einfach für eine Aktion 5 Tokens runterzunehmen. Was ziemlich nice ist. So, aber jetzt brauchen wir unsere zweite Aktion. Und ich würde mal sagen, in dem Fall gucken wir, dass wir möglichst weit kommen. Das heißt, wir exhausten Audrey für unsere Travel-Aktion. Und wenn mich das nicht täuscht, darf man beim Traveln auch nur einen mithelfen lassen. Ja, eins. Das heißt, wir haben nur drei. Mindestens. Und jetzt haben wir eine 7. Eine 7 sind tatsächlich, wir können drei Schritte fahren. Also, eins, zwei. Und dann fahren wir hier in diese Riffe rein.
So. Haben wir irgendwas Cooles, was uns dagegen hilft? Nein. Aber wir können vorher noch einmal unser Schiff reparieren. Wir müssen hier noch Schaden. 2, 4, 6, 8, 11. Dann ist unser Schiff aber zumindest wieder repariert. Und wir müssen eine Savvy 5 Challenge machen. Das heißt, wir exhausten Laurent für 3 und ziehen auf die 2. Geschafft. Kein Schaden. So, das war unsere zweite Aktion. So, ja. Was machen wir jetzt Schönes? Wir haben hier die Möglichkeit, an Land zu gehen und uns die 218 anzugucken. Ich würde mal sagen, wir gucken uns auf jeden Fall die 20 an. Die 218 muss jetzt nicht unbedingt sein und dann fahren wir hier drüben rein. Da ist unsere, also Moment, erstmal fangen wir ganz langsam an. Wir müssen uns einmal setzen. Könnten theoretisch fast schon was kochen, aber nur fast. Das heißt, wir haben gerade, wenn ich es richtig sehe, einen einzelnen Marker nur liegen. Das heißt, wir gehen in die Sick Bay, in eine Karte. Oh, was mit Cunning, das ist gar nicht so schlecht. Okay. Gegen 3 Tokens. Und einen Lebenspunkt. Theoretisch. Praktisch sind wir tatsächlich jetzt voll mit allem. Also kerngesund quasi. Aber das kann sich jetzt sehr schnell ändern. Denn wir sind auf wandernde Eisberge gestoßen. Dangerous ice floats from the north. Place a damage token on two different regions of the Atlas that do not currently contain the ship. Every time you enter these regions, draw fate. 1v3, take 1 ship damage. If you turn to a new Atlas page, place the tokens on regions there. Discard the tokens and discard when you reach the end of the event deck. Das ist nicht gut. Wo wollen wir denn wahrscheinlich nicht hin? Nach da. Und nach da. Oder nach hier? Nach hier. Okay. Dann würde ich mal sagen, ist das ja ganz gut gegangen mit dem Event. Dann kümmern wir uns um die 20 und gehen da einmal an Land. If keyword pillars? Nope, haben wir nicht. A slab of white stone stands half buried in the sand. Oder? Gucken wir einmal ganz kurz nach. Hunted und Falken haben wir. This is a very rare stone, says Meg. So rare that only the gods ever builded with it. The Hive Tower to the west is made of it in the original pillars in the sea just north of here. Legend is that Omlud built the pillars as gifts to the other gods, but they've been abandoned since the gods slept. They're difficult to navigate around and even more difficult to get into, but it could be a smart place to look for totems. You find a white stone slab made of the same material as the original pillars to the north. Wir können hier Essen finden oder den Stein mitnehmen und wenn es aus demselben Material gebaut ist, können wir damit vielleicht irgendwo einen Hinweis kriegen, wie wir vielleicht dann in diese Säulen reinkommen. Die Säulen werden die hier sein, denke ich. Und das heißt, wir brauchen Stärke 5. Und das wiederum bedeutet, dadurch, dass Raphael jetzt relativ stark ist durch seine 3 Karten, ziehen wir auf die 2. Geschafft. Das heißt, wir dürfen zur 20-1. It's a large slab of heavy stone, but working together you manage to get it on board. Wir kriegen 59 und 60.
damit haben wir Pillars und noch eine dritte Quest. Okay. The Pillars of Omlu. Mac told us about the original pillars built by the gods and then abandoned. Okay. Und Stone. We discovered a long rectangular slab of white stone. Mac thinks it might have something to do with original pillars. Keyword Stone. Okay. Das hat sich ja gelohnt, hier einmal anzuhalten. Und dann nutzen wir die zweite Aktion, um einmal zu fahren. Einen Schritt hier rein. Okay. Ich würde mal sagen, aber wir nutzen dann 3 Tokens, um Paint einmal an Kasumi zu equippen. Dann wird die quasi unsere Cunning Madame. Das hier könnte auch gar nicht so schlecht gerade werden. Aber müssen wir mal gucken. Neuer Zug. Das heißt, wir können. Wir haben gerade nichts gelegt, oder? Nein. Aber was wir machen können, ist, wir können eine Suppe kochen. Für einmal Gemüse, Getreide und Fleisch. Können wir nämlich 3 entfernen. 1, 2, 3. Und den Low Moral können wir auch wieder entfernen. Super. Und dann lohnt es sich, sich jetzt auch in die Quartiere zu setzen. Dann kriegen wir nämlich. Ein. Wo ist der zweite? Hier unten 2. Und noch einen dritten. Und eine Ability-Karte. Oh. Eine 1, die wir rausgezogen haben. Jetzt müssen wir übrigens auch bedenken, wenn wir niedrige Zahlen immer equippen, dann erhöht sich natürlich die Chance, dass wir höhere Zahlen aus dem Deck ziehen, natürlich auch. So, Raphael hat sehr viel Leben. Das heißt, da lohnt es sich sogar, wenn wir die Karte direkt an ihn ranklippen, würde ich sagen. So. Das heißt, er hat Rüstung. Er macht eventuell mehr Schaden und macht sogar noch mehr Schaden, wenn er ein gewisses Minimum an Schaden hat. Okay. Und das heißt, ein Event. Spiderwebs. You wake up, find the ship covered in thick spiderwebs, making it difficult to get anything done. Ongoing. Gain 1 fewer command each time you take a ship action. Discard this card when you reach the end of the event deck. Wir können aber auch für Stärke 9 Karte loswerden. Okay, so langsam akkumuliert es hier. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht allzu lange anhält. Aber dann würde ich mal sagen, gucken wir uns den Wald an. So wie wir das für. Nee, nicht das. Für Ends Map mutmaßen, dass das der Fall sein wird. Das heißt, wir machen Explore auf die 47. Da ist sie auch schon. Aha. If Keyword Falcon turn to 47.3. 47.3 ist es. So. Following the map through a damp forest to pause in a clearing where the afternoon light rains through the curtain of shuddering leaves. From one of the trees an enormous beetle falls on Gregory's face. He trashes. And he thrashes as he rips it off, throwing the cat-sized insect to the ground. As it skitters away, a snarl rumbles in the bushes behind you. You follow the map through the forest, but you are being stalked. Okay. Thrashes ist wahrscheinlich reißen. Verprügelt, verhaut das Ding. Okay.
haut drauf, während er sich runterreißt. Und ja, jetzt hinter uns. Ja, wir werden erwartet. Und zwar von M11. Ne, nicht M11. Das hat keiner gesehen. Von M12 und M13. Okay. Dann sind wir mal gespannt. Ein Giant Panther und ein Vampiric Panther. Uff, der heilt sich. Und das ist wohl der Schwächere. Okay. Wir haben immer noch keine guten Waffen. Aber der ist relativ einfach zu treffen. Wenn wir mit Raphael auch zuerst hauen, die haben Grundschaden von 3, ne? Schade. Nämlich gedacht, wir könnten Mac eventuell schützen vor einem Angriff und den Bonus von ihr nochmal mithauen. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen Folgendes. Obwohl, jetzt müssen wir wirklich einmal überlegen, was wir machen wollen. So, wir haben hier einen Klapperwurf von plus 3. Wenn wir daneben hauen, ist das nicht schlimm. Wir kriegen halt nur dick Aua zurück. Wenn wir aber jetzt gut ziehen, machen wir eventuell eine ordentliche Portion Schaden. Nämlich könnten wir 2, 4 abdecken. Und dann hier eventuell noch den Stein vorher drauf werfen. Kommen wir irgendwo anders auf 4 Schaden, ist die Frage. Ja, wenn wir mit Odessa treffen. Mit Odessa treffen könnten wir den ersten sofort wegschießen. Der ist auch nur eine 5. Das heißt, wir brauchen theoretisch nur eine 4 und könnten das einmal boosten. Ich würde mal sagen, wir machen das. Bedeutet, wir benutzen unseren Stein, einen Schaden auf Laurent zu packen. Das führt dazu, dass wir hier drüben einen Schaden hinlegen können. Und dann greifen wir mit Sophie einmal an und wir müssen eine 4 ziehen. Beziehungsweise theoretisch eine 3. Ja, das ist ein direkter Schuss mit dem Gewehr für volle 4 Schaden. Also 1, 2, 3, 4. Und damit ist er tot. Und wir kriegen einen Energy Point. Okay. Wir werden wahrscheinlich mit Mac angreifen, aber wir brauchen den Diagonalschlag nicht. Das heißt, wir packen den mal, würde ich sagen, einfach nach hier drüben zu Raphael. So, als nächstes wird trotzdem Mac angreifen. Moment, wir müssen erstmal das draufpacken und das. Dann treffen wir gerade im Moment auf die 5, also plus 5, also auf die 2. Getroffen. Heißt, wir können 2 Schaden machen. Oh. Wenn wir natürlich noch einen extra Schaden nehmen, dann können wir. Ja, das machen wir. Wir nehmen 2 Command Tokens für einen extra Schaden, dann können wir 3 machen. Dann brauchen wir einmal seine Zähne raus, damit wir weniger Power zurückkriegen. Und auf seinen Kopf. Okay. Und das bedeutet, wir dürfen unser Synergy Token einmal legen zu Raphael und kriegen dann aber leider 3, 4. Ihr Schaden zurück. Damit ist Mac erstmal raus für den gesamten Kampf, außer sie kann eventuell finishen. So, dann greift Raphael an. Und zwar mit einer 2, 5, 7.
7 heißt aber, wir kriegen weder das, noch kriegen wir das. Egal, wir machen 2 Schaden. Und die können wir auch theoretisch diagonal legen. Brauchen wir aber nicht. Decken mal das Ganze so ab. Und dann kriegen wir aber 3 Schaden zurück. Das Gute ist, jetzt triggert der eine Schaden. Wobei wir dann mal gucken müssen, ob das überhaupt, ob wir den Schaden auch machen dürfen, wenn wir daneben hauen. So, Nachteil ist, wir haben kein Command mehr. Das könnte also jetzt doof werden. So, letzter Angriff. Das schreit nach einem Bratpfannenschlag. Wir treffen nur auf die 6. So, ich glaube, wenn die Ability-Karten leer sind, müssen wir die einfach nur neu mischen, oder? Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich gehe davon aus, dass wir den jetzt einfach mischen. 7 und 17. Secret. Oder 17. Ich glaube tatsächlich, ist vollkommen egal. Wir mischen den und ziehen eine Karte. Eine 3. Das ist daneben. Das heißt, wir kriegen 3 Schaden, haben aber durch unsere Bratpfanne einen Rüstungswert von 3. Damit kriegen wir quasi keinen Schaden und dürfen dann einen einzelnen Schaden legen. Und wir legen den auf diesen Punkt. Dann können wir nämlich den hier weitergeben. Und zwar an. Hatten noch einen guten Verteidigungswert. Lauren theoretisch. Geben wir das mal an Lauren. Unter der Prämisse, das werde ich gleich einmal nachgucken, wie das ist mit dem Danebenhauen. So. Schaden kriegen wir nicht, genau. Bedeutet, unsere Kampfrunde ist zu Ende. Das ist dann jetzt der Fall, dass wir hier einmal in den Mist gucken müssen, was Regan One macht. Region 1 bis 3. This activates the end of each combat round. Remove one or more damage tokens from this enemy card. The active player chooses who. Okay, dann würde ich mal sagen, geht der hier unten wieder weg. Weil jetzt ist nämlich die Frage, können wir das wieder abdecken, um nochmal den Combo-Punkt zu kriegen? Da. Nee. Das ist das Beispiel. Keine Beispiele, wir wollen Synergy-Tokens. When not in combat, if a crew member places damage and scores Synergy, place a Synergy-Token on a different crew board. Ich würde jetzt mal sagen, das ist legitim. Und Region hat ja gerade nicht gesagt, dass wir das von einem Lebenspunkt wieder nehmen müssen, wenn ich mich hier gerade nicht verguckt habe. Nö. Okay. Dann kriegen wir natürlich noch einen Angriff mit 3 rein. Also den dürfen wir natürlich nicht unterschlagen. Wir hatten jetzt hier. Er hat theoretisch minus 1. Okay, können wir den Schaden aufteilen?
Können wir den Schaden aufteilen? End of round. Active player decides which crew members are attacked by each enemy card. Nee, es muss alles auf denselben. Dann würde ich mal sagen, kriegt unser Arzt mal 3 Schaden. Und dann haben wir eine neue Runde. So, dann gucken wir auch direkt einmal weiter bei Missing. Ah, hier steht's. Abilities that increase attack damage can be used even if you miss. Damit ist das Ganze relativ klar, was wir machen. Wir hauen mit Laurent drauf. Mit plus 0 quasi. Das heißt, wir haben volle Kanne daneben gehauen. Kriegen 3 Schaden zurück. Das entspricht durch den Verteidigungswert von unserer Keule einem Schaden von 1. Dann können wir quasi einen Schaden machen plus diese 2. Also insgesamt 3. Die werden wir auch machen. Und zwar nämlich 1, 2, 3. Dann können wir den einmal rüberpacken. Mit dem extra Schaden. Und dann können wir mit dem zweiten Angriff von Mac quasi mit plus 4 einmal hauen. Wir müssen auf die 3 treffen. Aber wenn wir das nicht machen, nicht schaffen, dann sind wir raus. Oh, wir machten hier noch 2 Schaden und trifft eventuell gut keiner. Dann ist das ein Fall für die Bratpfanne. Passt mal auf. Wir machen das jetzt safe. Wir nehmen also den Angriff mit Marco. Hauen tatsächlich knapp daneben, weil wir, glaube ich, eine 7 brauchen. Ist korrekt. Kriegen also 3 Schaden, die in unserer Pfanne wieder verschwinden. Und benutzen dann den Token hier, um 2 Schaden zu legen. Perfekt. Und dann können wir tatsächlich noch mit dem nächsten Hit genau dasselbe nochmal machen. Um ganz unspektakulär mit der Pfanne den Vampirpanther umzuhauen. Und damit haben wir den Kampf geschafft. Und dürfen 47-1 weitergehen. So. The cats now defeated, you rest to gather your wits and dress wounds. Kriegen 2 Münzen, einmal Materialien und 2 Fleisch. Okay. Zweimal Material. Zweimal Fleisch. 2 Münzen. Und einen Erfahrungspunkt. Okay. Dann machen wir das nächste Mal weiter an der Stelle. Und zwar bei der 47.2 bei der Erkundung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.